Auch wenn ganze 14 Punkte zwischen Spitzenreiter Spielvereinigung Unterhaching und dem Tabellendritten 1. FC Nürnberg 2 liegen, ist das Kräftemessen der beiden besten Abwehrreihen der Liga zweifellos der Kracher des 30. Spieltags. Zumal die Mittelfranken ganz in Weiß in dieser Saison vor allem gegen die Spitzenteams richtig on fire sind. In 13 Spielen gegen die Top 9 der Liga gab es nur eine Niederlage. Zudem ist der Club-Nachwuchs im neuen Jahr noch ungeschlagen und konnte dabei alle 3 Auswärtsspiele gewinnen. Knifflige Aufgabe also für die Elf von Sandro Wagner, die ihren mittlerweile auf 8 Punkte angewachsenen Vorsprung auf Würzburg natürlich verteidigen will, gegen Nürnberg aber seit 4 Partien auf einen Dreier wartet. Von einem Duell auf Augenhöhe war vor 2250 Zuschauern im Altenbauer Sportpark zunächst jedoch nicht viel zu sehen. Die Hausherren nach dem 2:2 in Albstadt am Mittwoch von Beginn an richtig gut im Spiel und nach etwas mehr als einer Minute gleich mit dem ersten Abschluss durch Matthias Fetsch, der den Ball hier aber nicht optimal trifft. Dennoch das schon ein erstes Anzeichen dafür, in welche Richtung es in der Anfangsphase gehen sollte. Auch ohne den gelb gesperrten Goalgetter Patrick Hopsch, für den Stefan Hein nach überstandenem Kreuzbandriss erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, Haching in den ersten 10 Minuten mit mehreren guten Abschlüssen. Und auch wenn nicht wirklich ein 100%er darunter war, wäre ein Tor gegen viel zu passive Nürnberger sicherlich verdient gewesen. Der Vergleich der beiden besten Auswärtsteams der Liga mehr als einseitig, vor allem nach Standards der Tabellenführer gewohnt gefährlich, dieser Freistoß von Sebastian Mayer aber letztlich zu zentral. Die darauf folgende Ecke tritt dann wieder Mayer und er findet wen anders als Matthias Fetsch in der 36. Minute das längst fällige 1:0 durch das 11. Saisontor des baumlangen Angreifers, der sich da nicht mal sonderlich anstrengen muss. Ganz schwach verteidigt von der Hintermannschaft der Gäste, die bis dato offensiv quasi nicht vorhanden waren. Gegen die sattelfeste heimische Defensive gab es für Leonardo Vonic und Co. absolut kein Durchkommen. Der einzige Schuss in Richtung René Vollert, dieser harmlose Freistoß von Enrique Cacianas Sanchez in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nur bedingt. Zwar gehörte die erste nennenswerte Aktion in Abschnitt 2 der U23, ansonsten ging es allerdings weiter nur in eine Richtung, wobei Haching nach wie vor zumeist die nötige Präzision vermissen ließ. In der 66. Minute dann wieder mal einer der vielen Freistöße. In der Mitte kommt Fetsch zu Fall. Schiedsrichter Felix Grund beweist aber gutes Gespür und lässt Vorteil laufen. Der Ball fällt Ansbach vor die Füße und der schiebt ohne Probleme ein zum 2:0. Mit seinem 7. Saisontreffer sorgt er quasi für die Vorentscheidung gegen weiter harmlose Gäste, die sich nun ihrem Schicksal ergaben. Ali Luhn geht da im Spielaufbau zu viel Risiko. Ansbach nimmt das Geschenk dankend an und hat dann das Auge für den kurz zuvor für Hein eingewechselten Florian Schmid, der die Kugel humorlos in die Maschen grätscht. Mit dem 3:0 nach 72 Minuten war der Deckel endgültig drauf auf diesem Match. Die in allen Belangen haushoch überlegenen Gastgeber blieben aber weiter am Drücker und erhöhten in der 84. Minute sogar noch auf 4:0. Manuel Stiefler drückt die Maßflanke von Markus Schwabel über die Linie. Jan Reichert zwar noch dran, der Kopfball des Routiniers aber zu wuchtig. Die letzte Aktion der Partie gehörte dann nochmal dem Club-Nachwuchs, der völlig misslungene Kopfball von Yun Sang Hong, allerdings bezeichnend für den rabenschwarzen Nürnberger Tag. Ich finde ein verdienter Sieg vom Gegner, alles was der Gegner heute gemacht hat, ob das jetzt die lange Bälle waren, ob das gewonnene Zweikämpfe, die zweite Bälle oder auch die Standardsituation, was eigentlich Stärke von dem Gegner ist, ist gelungen. Die haben es richtig gut gemacht. Da mussten unsere Jungs noch was dazulernen. So wie ich gesagt habe, einfach verdienter Sieg. Ich glaube, wir sind von Anfang an richtig gut ins Spiel gekommen, konnten der Partie sofort unseren Stempel aufdrücken, waren super griffig, sind in die Zweikämpfe gekommen. Unsere Taktik ging perfekt auf, hat uns das Trainerteam wirklich sensationell vorbereitet. Und ja, dann bist du griffig, dann kommst du ins Spiel und dann belohnen wir uns mit Toren. Und es hat richtig Spaß gemacht heute hier. Während die Nürnberger U23 also zum ersten Mal ihre Grenzen aufgezeigt bekommt, setzt Unterhaching nach dem 3:0 gegen Würzburg ein weiteres Statement vor heimischem Publikum und macht damit den nächsten ganz wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft.